schauen uns jetzt ein Video an von einem Ex-Muslim, der behauptet, dass er mal Muslim war und später zum Christentum übergetreten ist. Das ist der Amir, der schon einige Videos verbreitet und einige Lügen über YouTube. Und schauen wir mal an, was er hier sagt. Ich bin nicht Hans-Peter oder verstehst du? Ich heiße Amir, verstehst du? Ich habe den Koran 5 Jahre lang geprüft, ich habe die gleichen Sachen miteinander verglichen. Und ich habe den Wahrheit nicht angeguckt. Was heißt Wallah? Gott zeugt dich und wurde nicht gezeugt. Ich bin das. Er sagt hier, Abu Najji fragt ihn, sag mir, was bedeutet Qul huwallahu ahad? Und dieser Heuchler, der angeblich mal Muslim war, sagt, Gott wurde nicht gezeugt und hat nicht gezeugt. Dieser Heuchler weiß nicht mal, was Qul huwallahu ahad bedeutet. Er kommt zu Abu Najji und will den Islam Abu Najji beibringen, weiß aber nicht mal Qul huwallahu ahad. Sag, Allah ist ein Einer. Das weiß er nicht, aber kommt zu Lies-Projekt Abu Najji und will die Religion beibringen. Er hat Bukhari, Muslim gelesen, er hat alle Hadithe gelesen, Koran durchgelesen, aber weiß nicht mal, was jedes kleines Kind, der mal irgendwo mal in der Schule war, in Koranschule oder irgendwo, werden die allerersten Ayah aus dem Koran, die beigebracht werden an einem Kind, ist die Surah 112, Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, das ist das erste, was ich gelernt habe. Qul huwallahu ahad. Und das weiß er nicht, was jedes kleines Kind weiß. Und er hat Bukhari, Muslim und ganze Hadith-Wissenschaft durchgelesen und studiert. Also ich würde verstehen, wenn jemand Hans, Peter oder was weiß ich was heißen würde. Aber du bist doch Amir, der viel Wissen hat, der über den Islam studiert hat, der zu dem Lies-Projekt kommt und versucht, den Islam zu widerlegen. Ja, das bist du. Und du weißt nicht, was Qul huwallahu ahad bedeutet. Schande auf dich. Ich bin nicht Hans-Peter oder... Glaubt ihr an diesen Mist? Glaubt ihr an diesen Lügner? Ex-Muslim, die versuchen zu sagen, die waren mal Muslime gewesen, weil die wissen ganz genau, es gibt keinen Muslim oder sind sehr wenige Muslime, die zum Christentum übertreten. Das ist kaum jemand. Wer will denn das Wasser mit Feuer austauschen? Wer will denn Finsternis mit Licht austauschen? Wer will Gold gegen Steine austauschen? Dieser Mann kommt und weiß nicht mal, was Qul huwallahu ahad bedeutet, aber er weiß alles andere. Und nennt sich Ex-Muslim. Er ist ein Heuchler. Immer schon ein Heuchler gewesen. Niemals war er ein Muslim gewesen, weil jeder Muslim weiß, was Qul huwallahu ahad bedeutet. Lam yalid wa lam yulad, das bedeutet, er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Aber Qul huwallahu ahad, wie gesagt, das lernt man. Überall, also das sind die ersten Ayah aus dem Koran, die ich gelernt habe. Egal wen ihr fragt. Entweder es ist die Surat al-Fatiha oder Surat al-Ikhlas, den man gelernt hat. Das sind die ersten Eier aus dem Koran, die man gelernt hat. Wenn es jetzt irgendwie mittendrin im Koran was wäre, dann müsste ich sagen, okay, ja, das weiß nicht jeder. Aber Ikhlas, Surat al-Ikhlas, weiß jeder. Aber dieser angebliche Ex-Muslim weiß es nicht. Wir sind gewohnt, dass die Christen immer wieder Lügen verbreiten. Immer wieder versuchen die zu sagen, die waren mal Muslime gewesen, damit man die Aufmerksamkeit auf die bekommt, weil man kennt sowas nicht. Muslime, Ex-Muslime. Ein Muslim ist immer ein Muslim meistens. Ja? Nicht, dass es nicht gibt. Es gibt Muslime, die Christen oder Andersgläubige wurden oder Atheisten. Das gibt's, aber sind sehr wenige, zu wenige. Das sind vielleicht nicht mal 0,1%. Aber die kommen und sagen, wir sind Muslime gewesen. Ja, Abu Najji, Qul huwallahu ahad. Er wurde nicht gezeugt und hat nicht gezeugt. La ilaha illallah. Allah ist der Einzige, einer. Sag, Allah ist der Einer. Das bedeutet es. Und das ist wieder mal der Beweis dafür, dass die Christen immer wieder Lügen verbreiten und uns Muslime versuchen, die vorzutäuschen und ihre Lügen zu verbreiten, damit die einfach, wie gesagt, Aufmerksamkeit bekommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie vernichten
oder recht leiten. Ich bin nicht Hans-Peter oder. Moment. Verstehst du? Ich heiße Amir, verstehst du? Ich habe den Koran 5 Jahre lang gefressen. Ich habe die beiden Sachen miteinander verglichen. Ich habe die Debatten angeguckt. Was heißt Kunhu Allah? Gott zeugt nicht und wurde nicht gezeugt. Ich kenne das alles. Junge, ich bin ein Ex-Muslim, mein Onkel ist einer der höchsten Islamgelehrten. Ich lerne von dem, ich habe von Islamgelehrten gelernt. Elia! Ich habe studiert, Junge. Elia! Wovon ich spreche. Elia! Rezitiere mal eine Sura aus dem Koran, wenn du Muslim warst. Komm, wenn du Muslim warst, kannst du rezitieren. Sag mir mal eine Sura aus dem Koran. Hörst du, ich zitiere dir nochmal Seite 175. Rezitiere mal eine Sura aus dem Koran. Du warst doch Muslim gewesen. Du bist ein Heuchler. Du warst noch nie ein Muslim gewesen, Mann. Guck mal, dein Nachnamen, Nathan. Es gibt keinen Muslim, der Nathan heißt. Du Heuchler. Rezitiere mal eine Sura aus dem Koran. Du hast doch Islam studiert. Ich soll auf deine Argumente eingehen, aber du auf nein, ich will, nein, ich will dich auch, ich will, nein, ich will lesen, ich will das lesen, ich will das, was du sagst, lesen. Ich will das, guck mal, ich will das, was du gesagt hast, lesen. Aber rezitiere mal aus dem Koran eine Sache. Nein, zuerst liest du und dann mach ich. Ach, dann googelst du oder was, ja. Guck mal, bei mir Seite 175, welche Seite 175 steht hier geschrieben? Zur Zeit der Mittagsgebets kam wir zu Suchri, berichtete Gabriel zum Propheten, der Engel trug ein Turban aus Brokat und auch der Sattel des Maultiers, auf dem er ritt, war mit seinem Brokat bedeckt. Er fragte den Propheten, hast du die Waffen bereits niedergelegt? Ja, antwortet Mohammed und Gabriel fuhr fort, der Engel haben wir noch nicht getan und ich komme gerade von der Verfolgung der Feinde. Hier steht's doch ganz so geschrieben. Du hast doch gelogen. Wo steht's hier geschrieben, dass sie geköpft werden sollen? Boah, du bist immer noch ein Lügner. Krass, palala. Wo steht hier, dass die 600 Leute geköpft werden sollen, du Heuchler? Sag mir doch mal. In deinem Birne, hör zu. Die Engel haben es noch nicht getan. Und ich komme gerade, nicht weiter, von der Verfolgung der Feinde zu Gott. Er ist erhaben, mächtig. Befehlt er um Sadiban, Bano, nicht weiter. Könnt mich jeden nicht erzählen und werde sie erbarmen lassen. Jetzt pass auf, und jetzt hörst du. Ja. So, lies weiter. 175. Da steht alles ausführlich, dass Engel Jibril ihm das Befehl gegeben hat. Und wenn du das gelesen hast, schreibe nochmal, und dann komme ich nach Berlin, wir machen alles öffentlich. Und dann doch mal. Wo steht hier, dass die 600 Menschen, die geköpft wurden, dass der Engel Jibril nicht... Zeig mir doch mal, wo? Also wo die nicht geköpft wurden? Du bist ja krass. Guck mal, Seite 179. So las Saad ibn Mutad entscheiden. Der Prophet hatte Saad, den am Graben von einem Pfeil getroffen worden. Guck mal, der Prophet hatte Saad, den am Graben von einer Pfeil getroffen worden, war entscheiden. 179. Du Heuchler. Ja, Heuchler, lies mal richtig durch, ja? Du bist ein richtiger du bist kein Heuchler, du bist verstockt. Dein Herz ist verstockt. Hier steht, der Prophet hat befohlen. Komm, rezitiere mal eine Sura aus dem Koran, komm. Von Bullahu Allahu Ahad. Du warst doch ein Muslim. Lesen. Ich bin nicht gekommen, um deinen Koran, deine... Ja, du hast doch Islam studiert. Du kannst gar nicht rezitieren. Weißt du warum? Weil du kein Muslim warst. Noch nie warst du ein Muslim gewesen, du Heuchler. Zur Zeit des Mittags kam die Zeugin Gabriel.